Wir freuen uns sehr, dass du hier unser Gast bist bei TalkDot. Ich würde dich jetzt einfach ans Fernsehen vermitteln, hier an unseren Christian hinter der Kamera, dich mit ihm an die Bar schicken und dass du dir da ein Getränk holst, was immer du willst. Ich räume hier nochmal ein bisschen um, weil wir gleich noch eine Band haben, die hier für uns spielt. Markus Steibler, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf dem Weg zur Bar. Sowas haben sie wirklich noch nie gesehen. Danke, dass du da bist. Rücke mal durch. Ich habe mich hier wieder positioniert neben Jan und Josef jetzt diesmal. Und Josef hat nämlich einen 6 Monate alten Sohn und der hat natürlich schon ein St. Pauli-Trikot. Das liegt gerade bei der Mannschaft, Jan. Hast du das eigentlich schon unterschrieben? Ja, das braun-weiße? Auf jeden Fall, ja. Mit Karl hinten drauf. Ja, doch, das habe ich unterschrieben. Ja, Bombe. Es ist natürlich keine Überraschung, Josef Heinert, auch St. Pauli-Fan. Wo stehst du eigentlich, wenn du am Millern-Tor bist? Gegen gerade. Echt? Ich auch. Wo stehst du da? Na, ungefähr auf Höhe der Mittellinie, aber ein bisschen so hinter der Gästetrainerbank, dass man den auch beschimpfen kann. So. Ich stehe am Elfmeterpunkt zur Südtribüne hin, aber da können wir mal irgendwie zusammenkommen oder so. Ja, genau, Meckerecke. Meckerecke, genau. Singst du? Eher so, wenn der Torwart irgendwie den Ball hat, dass man so, Himmelmann direkt, sowas. Jan, du bist noch durchs Vereinsheim gerannt auf dem Spielplatz, ne? Das schwärmen ja alle Spieler von, dass das eine besondere Atmosphäre hatte. Ja, auf jeden Fall. Erstmal die Kabinen unten im Keller. Das war schon ein Highlight, dass da irgendwie keiner irgendwelche Krankheiten mit nach Hause genommen hat, war schon überraschend, aber... Ja, der Gang durchs Clubheim war schon immer was Besonderes. Ist jetzt nicht mehr zu haben, ist aber auch okay. Und was manche wissen, manche nicht, ist, dass deine Mutter Führungen durchs neue Stadion macht. Hast du das schon mal mitgemacht überhaupt? Ja, die macht allerdings Stadionführung. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe es noch nicht geschafft, mit ihr eine Runde zu gehen. Ist nicht wahr. Dann würde ich sagen, müssen wir das mal zu dritt machen und mit Kamera begleiten lassen. Jan, jetzt hast du 2 Fans hier neben dir stehen, also einige sind noch im Zuschauerraum. Was können wir Fans zu eurem Erfolg beitragen? Tja, macht alles so wie bisher. Alles klar, das machen wir. Super, ja, Applaus, sehr gut. Ich habe noch eine Partyfrage an euch beide. Und zwar verbinde ich Schauspieler und Fußballer immer mit einer Menge Party. Ihr habt immer Bergfeste, Josef, bei irgendwelchen Spielfilmen und Sonntag wird weniger. Aber feiert ihr nicht auch so richtig ab am Set dann so zum Bergfest? Ja, leider nicht mehr. Das ist wieso nicht mehr? Ja, Sparmaßnahmen, irgendwie immer weniger Geld da und so. Das, also Bergfest, ich weiß nicht. Die Öffentlich-Rechtlichen, ne? Deshalb produzieren wir privat hier nur für uns. So sieht's mal aus. Und Jan, wenn Auswärtsspiele, ist doch mal super, neue Städte kennenzulernen und gerade vielleicht, wenn ihr auswärts einen Sieg holt, feiert ihr dann richtig? Ja, meistens vor den Spielen, aber die 2 Tage. Lassen wir es richtig krachen. Kannst das bestimmt bestätigen, so als Sportler ist man relativ wenig eigentlich unterwegs und am Feiern. Klar darf man auch mal nach einem gewonnenen Spiel vielleicht mal ein Bierchen trinken und ab und an geht man dann auch als Mannschaft mal zusammen los, aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel und dann geht es eigentlich immer schon in direkter Vorbereitung und Regeneration für die nächste Woche weiter. Okay, dann würde ich sagen, ihr feiert jetzt hier am Tresen, alkoholfreier Cuba Libre für dich, Flens, habe ich richtig gesehen. Ich nehme mal einen Cuba Libre mit, denn jetzt geht es nochmal zur Bühne.